Heute erzählen wir was zu Johnny English. Sie sehen heute Abend besonders bezaubernd aus. Sie sehen heute Abend besonders bezaubernd aus. Tsching! Schießt Raketen auf Radfahrer. Das sind nur Radfahrer. Es sind französische Radfahrer, Buff, und sie behindern den Geheimdienst ihrer Majestät. Und das Witzigste war, wo er vom Boot springen wollte, aber dann auch noch, da war so eine Boothälfte. Ja, der war da oben, da ist auch noch was, und man musste dann da eben so, musste man, da war hier noch was, und musste er da gleich ins Wasser springen, aber er ist nur auf dieses andere Decke. Hast du den ersten Teil gesehen eigentlich? Ja. Ja. Wovon handelt er denn? Muss einen Fall lösen. Er handelt, dass ein französischer Mann den Thron, er denkt, dass er eigentlich der rechtmäßige König sein sollte. Also von einem Agenten, der sehr dusselig ist. Der arbeitet Weltbeschützer. Superagent. Naja, geht so. Ja, der tanzt mit Zahnbürsten und allem rum. Ja. Er kriegt nicht alles so auf die Reihe. Würdet ihr gerne auch mal Agenten spielen? Ja, dann habe ich so tolle Waffen und Autos. Nein. Weil ich mag es nicht so aufgeregte Sachen zu tun und Fälle zu lösen. Virtual Reality? Man geht voll darin auf. Es gibt Menschen, die ihre Umgebung völlig vergessen. Ich denke, wir können garantieren, dass das nicht passieren wird. Wenn ihr auch Geheimagenten werdet, wie würdet ihr das finden, wenn das euer Partner wäre? Witzig. Eigentlich gut. Aber ich würde ihn dann nicht nennen. Ich würde ihn nehmen. Also durch den Film würde ich ihn nehmen, aber sonst nicht. Ich schon. Dann hätte ich immer was zu lachen. Er ist witzig, aber macht trotzdem, am Ende macht er alles richtig. Ziel erfasst. Jetzt sollten wir den aufblasbaren Schuhkarton einsetzen. Nein, nicht den Wagen öffnen! Kommen Sie irgendwie an den Türgriff? Nein, nicht wirklich. Ich wollte in ein Kino gucken. Jetzt muss er den Fall lösen.